Ja, servus, grüßt euch, ich bin der Markus und ich darf euch gerne heute was vorstellen. Und zwar geht es um den Helikontex Wegman Roll in Pencott Wildlands, das ist das geile Teil da. Und ja, das Teil habe ich beim Bernd gesehen, beziehungsweise ich war mit dem Bernd von Mannen und Outdoor auf einem kleinen Trip mit Übernachtung und da hat er das Ding dabei gehabt, wie es kalt worden ist, hat er das Teil ausbackelt und ich habe mir gedacht, das ist echt einmal ein cooles Multitool. Und das zeige ich euch jetzt einmal näher. Ja, das Teil ist eine Art Poncho, ist aber jetzt nicht wasserfest oder sonstiges und auch nicht dafür gedacht, Wasser abzuhalten, sondern es soll eher vor Wind und Kälte schützen. Das Teil ist nämlich gefüttert. Es lässt sich ja wirklich sehr klein komprimieren. Wie so eine Expert-Isomatte, sage ich jetzt einfach einmal. Ich habe da auch noch sehr coole Packsäcke, nämlich von Sea-to-Summit Summit, 6 Liter, lässt sich auf 1,5 Liter komprimieren. Also eher jetzt nicht ganz, aber theoretisch von den Packriemen her, nur so am Rande, ist ein geiles Teil, da passt ja super rein. Ja, für was ist das Ding alles gedacht? Ja, wenn ihr mal ein bisschen googelt, ich stelle jetzt nicht die eigenen Sachen, Dinge vor, wie das funktioniert und so. Das Teil ist als Poncho gedacht, hauptsächlich, kann aber als Decke, als Notschlafsack oder wie auch immer verwendet werden oder einfach zum Draufsetzen. Genau. Was ich aber jetzt einmal speziell zeigen möchte, ist natürlich die Pencott-Ausführung, weil von allem anderen gibt es ja schon genügend Reviews oder Loadouts, wie man sie immer nennen möchte. Ich werde jetzt auf jeden Fall das Teil einmal anziehen und mir dann einfach da hinten, weil ich glaube, die Vegetation, die passt super dazu, so ja, mitteleuropäisch grün-brauner Boden und da verstecke ich mich heute mal ein paar Sekunden ruhig und dann bewege ich mich und gehe zum nächsten Ort. Dann gibt es eine Überblendung und so weiter, mal so zwei, drei Stück und dann sieht man mal, ja, wenn einem das wichtig ist, dass man sich damit verstecken kann, dann wie gut sich das halt in die Umgebung ein. So, ja, das Teil anziehen ist eigentlich eine einfache Geschichte. Wo vorne ist, ist auch ein Reißverschluss, so eine Art Brusttasche. Dann schmeißt man sich das Ding einfach über. Kopf durch. Dann sind da so Plastikklipse. Erst von vorne nach hinten. Und dann den Außen. Nach vorne. Genau, so wird das Teil angezogen. Wie gesagt, da vorne ist noch eine Brusttasche, kann man noch ein bisschen was rein tun. Es ist ein Reißverschluss, wenn man den zuzieht, hat man einen Schlafsack. Also ist voll geil gelöst, man muss nicht irgendwie auffummeln oder sonstiges, einfach anziehen, zumachen und so weiter. Die Kapuze kann mit einem Kletter drin versteckt werden und somit ist die auch weg, wenn man es als Decke nutzt. Klar ist ein bisschen erhöht, aber sonst nichts. Und jetzt werde ich mich auf jeden Fall mal mit dem Ding ein bisschen verstecken gehen. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen zeigen, wie das tarnt. Klar, von den Umrissen sieht man es vielleicht, oder ich sehe es jetzt nur, weil ich weiß, wo ich war. Je nachdem, auf jeden Fall fügt sich die Tarnung sehr gut in die Umgebung ein, besonders mit so Moosböden, wie gesagt, ein bisschen grün-braun. Ja, das Teil macht echt sehr gut warm, kann man auch unten noch mit Kordeln zumachen, ist top. Und geht über Kniehöhe ungefähr. Ich bin 1,90 Meter groß bis Knie. Und wenn man sich damit hinsetzt oder so, hat man auf jeden Fall eine rundum Wärmung. Mir ist eh schon zu warm und mit dem Teil jetzt noch mehr. Ja, genau.
cooles Teil. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch was wissen wollt, gern unten in die Kommentare. Ich werde jetzt noch vielleicht noch ein paar Fotos machen.